Ja, dann gab es noch eine Aussage von, auch passend dazu, vom Bischof von Zypern, dass Schwule stinken würden. Und ich hat er selbst überprüft. Hat bis Zypern zum Anschlag so einen Pimmel im Mund und denkt so, oh, das riecht aber unangenehm. Ja. Ja. David Bowie mit Modern Love habe ich jetzt für mich entdeckt. Richtig geiler Song. Oh, David Bowie, allgemein sehr, sehr gut. Mhm. An den ich aber nie rankam so richtig, so musikalisch. Ja, der ist halt ein Star, ne? Da kommt man nicht so leicht ran. Erstens das. Du mit deiner Fickliste, die du da vollenden willst. All die Rechten haben eine Todesliste, ich habe eine Fickliste. Hallo, wir sind Brennpunkt Internet. Oh, hi, ihr seid schon hier. Es läuft. Nein, wir ja sind schon. Nicht Brennpunkt Internet, wir sind, die haben, die kein, haben Internet. Kein Internet. Ja. So hießen wir gerade hier, denn unsere Kollegen wissen nicht mehr, wie unsere Sendung heißt. Schande über euer Haupt. Es ist für alle die 8. Stunde. Ja, für mich ist es vielleicht eher so die 2. am heutigen Tage, aber hallo, herzlich willkommen. Na, wir sind Brennpunkt Internet. Für mich ist die unendlichste Stunde, weil ich heute nicht schlafen durfte. Weil du hast meine, durchgemacht. Meine Mitbewohner, die haben Party gemacht und Stress gemacht und ich konnte nicht einschlafen. Geil. Dann früh Arzttermin und jetzt hier ins Mikrofon reinsabbeln. Ja, geil, wundervoll. What a day. Ich freue mich, dass du da bist. Aber ich freue mich, dass ich da bin. Ich auch. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass die Zuhörer da sind. Die Zuschauer, die Leser. Die Zuleser. Die Leserinnen. Aber schaltet jetzt bitte ganz schnell ab, wenn ihr wirklich ein Problem habt mit schwarzem Humor und mit vielleicht auch mal der einen oder anderen zynischen Bemerkung. Ganz schnell weiter scrollen, ganz schnell auf AM schalten, irgendetwas tun. An alle anderen ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Robin Osterafo und Tino Ranacher. Toll. Schön. Tino, wir fassen doch hier immer die Events der letzten Woche zusammen. Yes. Fassen wir doch erstmal die letzten Events unserer persönlichen Woche zusammen. Denn ich habe noch in der letzten Folge gesagt, oh ja, Geburtstagsfeier, ja. Die war jetzt zum Beispiel, ich habe kein Bett mehr. 28 Jahre Robin, ja. 28. Sendung und die Ausstrahlung war auch am 28. Juli. Echt? Ein riesiger Zufall. Alter, ja. Leute. Das kannst du nicht planen, sowas. Dinge sind passiert, Sachen sind passiert. Ich öffne hier erstmal meine Notizen, damit ich nicht so schlecht vorbereitet bin wie das letzte Mal. Auf jeden Fall, wir haben Geburtstag gefeiert, war ganz großartig. Ich habe jetzt kein Bett mehr, das hat vielleicht ein bisschen unter den Partygeschehnissen gelitten. Ich habe jetzt nur noch so eine Matratze auf dem Boden liegen, habe dann neulich einen Stream gemacht, wie ich das jeden Mittwoch 20 Uhr mache. Also falls ihr das noch nicht ausgecheckt habt, macht das dringend mal. Und das neue Donation Goal. Hab da als Donation Goal eigentlich mehr als Gag so ein neues Bett gehabt, aber es wurde direkt erreicht, Alter. Also in dem letzten Stream wurden 200 Euro gespendet und deswegen möchte ich diese Plattform hier nutzen. Ich glaube auch, dass hier teilweise so der harte Kern von Patreon-Unterstützern und sowas zuhört, nochmal ein richtig riesengroßes Dankeschön zu geben. Unter anderem auch an Leute wie Asitoni, nicht der einzig wahre, aber der richtige Asitoni, ja. Der hier auch aus Weimar kommt. Jetzt kriegen wir gerade Besuch, hallo. So wie es aussieht. Nee, der Besuch entscheidet sich noch. Ah, jetzt hallo und herzlich willkommen in zum der Brennpunkt. Sendung. Ihr macht die Sendung für Sonntag. Sonntag, genau. Sonntag. Ja. Okay. Bitte noch hoch und sprecht das mit Mayan ab, dass die auch dementsprechend einprogrammiert wird. Ja, sehr gerne. Weil normalerweise wird jetzt schon programmiert fürs Wochenende. Alright, machen wir. Schon okay. Zu spät. Alles klar, vielen Dank. Ja, sitzt oben. Okay. Alles klar. Ja, weil die Ida nicht da ist. Die Ida ist nicht da. So, jetzt, das war jetzt eine kleine Unterbrechung auf professioneller Seite. Was habe ich gerade erzählt? Ich wollte gerade eine Lobeshymne auf meine ganzen Donatoren hier genau, raushauen. Genau, Asitoni und Co., dass sie gespendet haben Fresh für dein neues zum Beispiel, Bett. Alter, was Fresh mir auch schon gegeben hat. Fresh. Alter, Dragon Force, auch so ein geiler Typ. Es sind hier wirklich Namen, die mehrfach erwähnt werden müssen, weil sie wirklich einfach geile Leute sind. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe aber gesagt, come on, wer braucht schon ein Bett? Da gucke ich lieber, ob ich den Flug nach Thailand hinbekomme, denn mein Vater hat da 2 Monate ein Haus und wenn man in Thailand kostenlos leben kann und quasi nur den Flug bezahlen muss und also was Essen angeht, sparen, bin ich ja sparen, so ein Pfennigfuchser, gehe ich anschaffen oder so in Thailand. Ich würde als Shemale durchgehen, oder? Ich sehe schon sehr weiblich aus. Ich habe schon sehr schöne Rundungen. Mit einer Perücke, ja. Ja, so. Auf jeden Fall eine Dankeshymne auf die Leute, die uns hier fleißig unterstützen.
Ich finde es sehr frech, dass durch Brennpunkt-Hörerwunsch. Das auch, dass in deinem Stream immer ganz oben steht, dass ich was gespendet hätte. Stimmt überhaupt nicht. Ich hätte nichts gespendet. ich gebe dir mal meinen Free-Sub von Amazon Prime, aber ich habe noch nie Geld gespendet. Ja, eigentlich. Da kann man ja hinschreiben, was man möchte. Ja, da stand auch schon Hitler und jeder mit Rang und Namen stand da sogar, schon. Sogar mein Großcousin stand da. selbst Peter Kleine stand da Herr schon. Herr Kleine, Batman, alle waren schon da. Ja. Ja, wie ich meinte, einen Hörerwunsch gibt es nämlich auch am nächsten Mittwoch. Da behandeln wir die Schweiz. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf, aber eigentlich auch doch. Also ich stehe der Sache neutral gegenüber. Ich auch ein bisschen. Hm. Ja, tolles Land. Dann gibt es noch einen Hörerwunsch dann am nächsten Mittwoch, also am übernächsten. Also ihr wisst schon, wie ich es meine. Aber das verraten wir noch nicht. Das verraten wir noch nicht, aber es wird ganz schön illegal, würde ich sagen. Ein bisschen vielleicht. Es wird sehr, sehr illegal. Das könnte der beste Hörerwunsch aller Zeiten werden bis jetzt. Und es ist auch dann der 10. Der 10. Hörerwunsch auch. Und 10 Leute haben sich entschieden, uns 20 Euro zu geben, um uns eine Stunde zu kaufen. 10 mal 20 ist 200. Das ist aber eine schlechtere Bilanz als eine Nutte in Amsterdam. Das ist schon ungünstig. Innerhalb von einem Jahr? Oder wann haben wir jetzt angeboten? Ab März oder so? Ja, nicht mal ein Jahr. Ja. 4 Monate oder so? Nicht mal ein halbes Jahr. Da haben wir angefangen. Na, dieses Jahr. Ja, genau, dieses Jahr, ja. Am Anfang dieses Jahres. Dann haben wir erstmal die zweite Folge geskippt. Haben wir erstmal eine Woche ausfallen lassen. Wir haben, glaube ich, aber zwei seitdem, Folgen mal nicht gemacht, ja. Aber seitdem waren wir eigentlich ganz gut. Ich denke dabei. Auch. Und ja. ab der 10. sind wir ja hier, oder ab der 11. im Radio. Ja. Was noch eine Verbindlichkeit schafft letztendlich. Das stimmt. Wir können ja diese Leute ja nicht hängen lassen, diese Hänger. Ja, wir tragen den Laden quasi. Das stimmt wirklich. Muss man so sagen. Ja. Nun, und sonst, Tino, wie geht's dir so? Ja, fantastisch. Also wie gesagt, müde bin ich ein bisschen. Danke meinem Mitbewohner Dingsbums, sage ich jetzt nicht, wie der heißt, dass ihr nachts um 2 nach Hause kommt und erstmal in der Küche irgendwas umschmeißt und Schränke knallt. Dann höre ich immer nur psst, psst. Muss ein Ausländer sein. Mein Mitbewohner schläft und mach mal nicht so laut. Dann brüllt der andere immer und... Mein Mitbewohner schläft, mach mal nicht so laut. Also wirklich, das geht überhaupt nicht. Ja. Das gibt Ärger. Ja, und dir, Robin, wie geht's dir? Mir geht's jetzt gut. Wie gesagt, David Bowie ein bisschen gehört auf dem Herweg. Bin natürlich wie immer zu spät und es hat nichts mit meiner Musik zu tun. Aber mir geht's sehr gut und ich habe hier so ein kleines Thema vorliegen, so einen kleinen Kommentar, den du eben auch angesprochen hast. Den werde ich dann auch als Vorwort in diese Sendung jetzt gleich mal reinwerfen. Denn der könnte etwas relevant werden für die heutige Sendung. Ist auch sehr lang, ne? Ein bisschen länger. Auch sonst sind die Internetthemen diese Woche relativ dünn gewesen. Also so, also von meiner Sicht aus. Also politische Themen war sehr groß und natürlich werden die auch im Internet besprochen, deswegen besprechen wir sie hier auch. Aber so irgendwie Sami Slimani hat neben das Klo gekackt oder so, das ist diese Woche eher nicht. Nee, so große Hits gab es nicht. Nee, ja. Das Sommerloch ist, glaube ich, gerade sehr aktiv. Ja. Auch bei uns. Gut. Also der gute Rising Bob hat ja dieses Meme quasi geprägt mit der unangenehmen linke Tino, der jetzt der angenehm rechte Tino ist. Er taucht da viel zu oft auf hier. Nein, ich finde, das ist ein guter Mann. Jetzt warte doch mal. Weiß also. Ich doch. Ich stichel doch nur. Unangenehm. Rising Bob hat einen Kommentar geschrieben. Tino ist halt echt unangenehm links. Also teils redet er schon Quatsch. Das ist natürlich eine relativ... Der Einstieg schon, ja. Ja, ne, das ist ja ein Angriff. Das war der Kommentar bis dahin. Da habe ich schon gesagt, nenn lieber konkrete Beispiele, damit Tino sich nächste Folge rechtfertigen kann. So, und dann sieht man halt, dass er nicht irgendwie ein stumpfer Hater ist oder so, sondern er kann halt schon sagen, auf was Nachfrage ihn bewegt. Auf Nachfrage zumindest. So. Ja. Auf Nachfrage. Ich will da eigentlich keine Diskussionen draus machen, sonst bin ich direkt der unangenehm Rechte. Aber bei einigen Aussagen schlackern mir eben die Arschbacken. Die Genüsslichkeit, mit der er redet, wenn Trump oder AfD wieder etwas Dummes gemacht haben, stört auch irgendwie. Wirkt nie, als würde er verstehen wollen, was überhaupt der Sinn war. Oder warum diese dumme Aktion kam. Oder und ob es vielleicht irgendwo auch begründet war und mehr als Rassismus oder Sexismus dahinter steckt. Diese Kindergartensache, die hier angesprochen wurde, wäre ein Beispiel. Wir haben letzte Woche darüber geredet. Ich habe davon nur durch euch gehört. Eigentlich wäre es mir egal, auch wenn ich natürlich meine Meinung dazu habe. Klar ist es nicht cool, wenn da Morddrohungen rausgehen, die Bild hetzt oder irgendwelche Nazis auflaufen wollen. Keine Frage. Ich finde es nur unangenehm, wie enthusiastisch Tino dabei wird, zu erklären, wie dumm die Rechten sind. Aber über die Kernproblematik braucht man ja nicht viel reden. Fleisch ist eh schlecht, verbietet es ruhig, wenn man damit den Rechten eins auswischt und so umso besser. Ja. Er scheint lieber den Populisten auf den Schwanz treten zu wollen, als die politische Diskussion zu führen. Vielleicht macht man das als Parteimitglied absichtlich so. Aber bei Tino fehlt mir irgendwie der Witz. Das ist natürlich Amanakoi.
Den absoluten Großteil der Zeit ist das, was der liebe Tino sagt, verständlich und voll in Ordnung. Aber jeden Podcast gefühlt gibt es ein bis zwei Momente, wo es dann komisch wird. Wie wenn man mit jemandem über Flüchtlinge redet und die Person eine gut durchdachte, vertretbare Meinung hat, aber hier und da doch noch die Fremdenfeindlichkeit herausriecht. Bei Tino halt andersrum, so Richtung Nazis auf die Fresse und ab ins Gulag. Bei Rising Bob ist es umgekehrt. Er hat ab und zu mal recht, so in ein paar Momenten, aber 80% ist Gülle. Tino, du provokantes Stück. Wir sind doch hier bestimmt auch selbst reflektiert. Also ich nicht, weiß nicht, wo du herkommst. Aus dem Gulag. Frisch aus dem Gulag gekommen. Ja. Ja, also sein einziger Kritikpunkt ist eigentlich, dass ich das genießen würde, wenn irgendwelche Rechten... Du hast dazu ja auch schon was gesagt, dass du hier unten schreibst du ja dann... Ich genieße die Fehltritte der Rechten immer einen Tick mehr, als die Rechten sich einen runterwichsen, wenn es wieder ein böser Ausländer war. Ja. Und das ist ja auch ein guter Einstieg in die Themen diese Woche. Tatsächlich. Aber ja, willst du vielleicht dazu noch irgendwie kurz was sagen? Dem Kommentar habe ich alles eigentlich gesagt. Ich weiß nicht. Diese, ja, eine Genüsslichkeit, Leute, Alter, ich bin ein Mensch mit Haltung, ja. Ich bin ja jetzt nicht einer, der sagt, oh, links und rechts. Wir müssen in dieser Sache eine Haltung zeigen. Da sind wir alle gefragt und ich frage sie. Solche billigen Parolen verlautbare ich eben nicht. Ich habe eine Haltung, ich bin natürlich links, ich bin vielleicht so ein bisschen linker als manche andere, aber nicht linksradikal. Ich bin einfach nur links und sehe die Welt halt ein bisschen aus meinen Augen und stehe auch dazu. Deswegen kann ich halt nicht immer sagen, oh, es gibt immer zwei Seiten. Gibt's aber. Die gab es im Holocaust auch nicht. Also angeblich... Oh shit, also jetzt kommen wir in gefährliche Gefilde. Nee, angeblich gab es... Wenn ich anfange, die andere Seite vom Holocaust zu beleuchten. Macht ja auch keiner letztendlich, ja. Und manchmal sind auch die Motivationen einfach scheißegal, wenn die Konsequenzen daraus furchtbar sind. Also die Juden haben halt über Jahrhunderte wirklich viel Geld gehabt. Ja, ich kenne diese Theorien. Ich kenne diese vielen Theorien. Da kommt man ganz schnell in gefährliche Fahrwasser. Ja. Und deswegen, wenn Kindergärtnerinnen ja Morddrohungen bekommen, ist mir scheißegal, warum die das bekommen. Das macht man einfach nicht. Ja, ne, das sollte ja jeder wissen, dass man das nicht macht, einer Kindergärtnerin eine Morddrohung zu schicken. Aber das versuche ich ja auch immer so ein bisschen zumindest zu verstehen, warum das passiert. Wo ich ja immer so ein bisschen die Unterscheidung mache mit der Oma Gerda bei Pegida und dem Hans mit dem Baseballschläger vorm Asylantenheim. Ja. Das weiß ich auch. Und wenn du immer für alles Verständnis hast und immer auch in den Medien raushaust, ja, es ist alles in Ordnung. Und Nee, das sage ich ja nicht. Ich sage nicht, es ist alles in Ordnung. Es gibt auch immer zwei Seiten. Dann kommt man halt nicht weiter. Man muss den Leuten nochmal zeigen, auch der Oma Gerda auf Pegida, vielleicht bist du ja gar kein Nazi, aber du läufst mit denen mit. Aber hast du selbst noch eine Oma? Nicht mehr, nein. Ja. Gar keine, das ist schade. Weil mit einer Oma diskutieren funktioniert auf dieser Ebene, du laberst Scheiße, das ist falsch, was das funktioniert gar nicht. Nee, das weiß ich. So, und das ist halt, Oma Gerda wirst du so nicht kriegen. Da musst du Oma Gerda schon irgendwie, weiß ich nicht, mal mitnehmen, kleinen Ausflug machen nach Syrien, weißt du? Ich kenne solche Unterhaltungen auch, aber meine Großeltern, die ich hatte und ein Opa habe ich auch noch, die sind halt relativ reflektiert, die sind halt auch sehr offen und tolerant und akzeptieren Flüchtlinge und Homosexuelle. Dadurch ist in anderen Bereichen gerade solche Diskussionen. Aber ich weiß, was du meinst. Und mir vorzuwerfen, ich wäre da genüsslich, ja, dass ich darüber rede. Aber wenn dann irgendwelche Fleischesser sagen, ja, mir schmeckt's doch so gut, das ist dann wieder in Ordnung. Wir müssen ja nicht auf alles verzichten, weil es schlecht ist, aber es schmeckt mir halt. Wir müssen ja nicht auf alles verzichten. Ja. Aber mir jetzt vorwerfen, würde genießen, dass Nazis Scheiße bauen, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, das stimmt schon. Also, meine Meinung. Vielleicht ist das auch was für Rising Bob, weil das ist jetzt auch gerade was für mich so ein bisschen, zumindest das mit dem Fleisch, ja, hat bei mir ein bisschen geklickt, weil ich mir überlege, die letzten 10 Jahre, wie Leute sich einen Spaß draus gemacht haben, neben mir eine Bratwurst in sich rein. Also so, in mir war es halt, ich habe halt nie gesagt, ey, das ist eklig, was du machst oder so. Trotzdem kamen die Leute immer an, mein Opa damals, der hat jedes Mal denselben Witz gemacht, wenn ich zu Gast war. Was gibt's heute zu Mittag? Willst du ein schönes Eisbein? Genau. So, jedes Mal. Und wenn man dann das umgedreht macht, ja. Aber klar, ich verstehe auch Rising Bob ein bisschen, dass das halt so, wenn du bist dann vielleicht ein bisschen wie die Bild-Zeitung, wenn irgendein Leid auf der Welt passiert, reibt sich die Bild die Hände. Und wenn die Rechten irgendwas Dummes machen, reibt sich der Tino die Hände. Ich reibe mir nicht die Hände. Ich finde es ja schade. Also wenn ich war ja auch damals zur AfD-Auftaktveranstaltung vor Ort. Du hast sie quasi gegründet. Ich habe sie gegründet quasi und ich wollte mir das mal angucken, was die eigentlich machen.
Und ich finde es ja schade, dass die AfD so dumm ist und dass sie so nach rechts gerückt ist. Und ansonsten hätte ich gesagt, okay, ist halt eine Alternative irgendwie, konservativ, kann man machen, so gegen Euro, ist eine Meinung, habe ich jetzt nicht. Aber ich kritisiere das ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich mir ausgesucht habe, oh, ich bin jetzt gegen Rassismus, jetzt suche ich mal alle schlechten Seiten von Rassismus. Nein, ich erkenne den Rassismus als etwas Negatives und wenn ich ihn irgendwie sehe und finde, dann hebe ich ihn eben hervor und zeige den Leuten, auch hier im Radio und im Internet, um auch meine Meinung zu unterstreichen, guck mal, wie dumm die sind. Da machen die dumme Sachen, da machen die dumme Sachen, da machen die dumme Sachen. Und ich sage das auch, wenn die Grünen dumme Sachen machen oder die Linken. Hm. Das mache ich ja auch. Was haben die Linken mal Dummes gemacht? Sarah Wagenknecht zum Beispiel, das ist eine waren das nicht eher ihre Eltern? Ihre Eltern? Haben Sarah Wagenknecht gemacht. Weil die Wagenknechte waren? Nein, sie haben sie gemacht. Ach, Tino, komm. Ja, das auch. Du nimmst die Dynamik hier raus, wenn du meine Witze nicht verstehst. Also auf der einen Seite soll ich mich rechtfertigen, ja, für diesen Rising Bob-Kommentar und dann, ich weiß nicht. Nee, auch die Linken machen viel Quatsch. Ich mag die Wagenknecht zum Beispiel nicht und diese Aufstehenbewegung, diese linke Geschichte mag ich auch nicht, weil die irgendwie zu inkonsequent ist. Bist du ein Gysi-Fan? Ja, Gysi ist super. Hm. Da sind sich alle einig, sogar die Rechten. Ja. Ist echt lustig, sogar viele AfD-Wähler sagen, der Gysi darf im Bundestag bleiben, und der Rest alles ins KZ. Also jetzt, das sagen die jetzt so, ja. Sinngemäß. mal überliefert, so. Und noch eins, Herr Rising Bob, wenn dir mein Humor fehlt, ja, hier in dieser Sendung, ich trete hier nicht als die Parteipolitiker auf, ich bin hier als Mensch. Ich bin hier als Privatperson, ja? Nein, ganz schnell weg von den Privatpersonen. Wir sind Kunstfiguren, wir dürfen hier Minderheiten beleidigen, ohne dass es Konsequenzen für unser Leben hat. Ja, keine Frage. Ich bin ja natürlich immer noch als öffentliche Figur, ja, aber ich bin trotzdem nicht hier als. Ich sitze hier nicht im Anzug, im grauen Anzug und roter Krawatte. Das kann ich bestätigen. Mache Wahlwerbung. Er hat gerade so ein T-Shirt von so einer rechten Band, die so wie Hitler singt. Die machen Songs über Ausländer, ja. Und Deutschland. Und die heißen wie so eine Militärbasis. Die haben bestimmt was mit den Amis zu tun. Ich denke auch. Voll die Verschwörer. Deswegen sind die da so beliebt in Amerika. Und ist ja auch egal. Rammstein auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde geredet und noch nichts über die Themen gesagt. Aber wir haben trotzdem eine gute Einleitung gebracht, denn es geht diese Woche nur um Ausländer und um Rechte und um irgendwas anderes. Hast du es alles mitgebracht? Ja, ich habe es bewusst mal ein bisschen ausgeklammert. Nee, also gut, du kannst natürlich noch Uplifting News, aber das war auf Twitter so ein Riesending. Erst Frankfurt, dann Stuttgart. Ja, das stimmt, Frankfurt, ja. Der Junge, der vor den Zug geschubst wurde. Schon mal drüber reden. Ja, Frankfurt, da kann ich noch sagen, okay, der Deutschen Bahn, da gehen langsam die Ausreden aus, warum sie immer zu spät kommen. Die müssen jetzt so Sachen inszenieren hier. Die bezahlen jetzt irgendwelche Eritreer, dass die Kinder vor den Zug schubsen. Ja, das finde ich, also irgendwann ist echt mal gut. Deutsche Bahn, ich fahre nicht mehr mit euch. Das muss nicht sein. Die anderen sagen jetzt, nee, das sind die Ausländer. Die machen alle sowas. Kennt man ja auch, in Eritrea ist das jahrelang jetzt schon Tradition, wenn ein kleiner Bub 8 Jahre wird, dann wird er vor den Zug geschmissen und man guckt erstmal, ob er es überlebt. So kann man die Spreu vom Weizen trennen. Kennt man. Genau. Das ist eine uralte, überlieferte Tradition aus Eritrea. Jeder, der daherkommt, macht das hier in Deutschland. Darwin lässt grüßen. Ja, deswegen dürfen die alle hier nicht rein. Das machen die nämlich alle. Alle Eritreer jetzt machen das. Jetzt können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ernster drüber reden. Denn der Mann war ja mehr oder weniger Schweizer. Der hat ja 10 Jahre schon in der Schweiz gewohnt. Siehst du? Ich weiß gar nicht, hast du dich mit den Hintergründen befasst? Nee, gell? Du hast nur wieder gesagt, ey, die AfD macht wieder Blödsinn. Ich war die ganze Woche in der Blase. Ich war nur im Studio. Ich habe Quatsch gemacht und habe auch gestern Abend erst angefangen zu recherchieren, weil ich echt die Woche keinen Blick hatte für irgendwelche. Heißt so der Sexclub, in den du immer gehst? Die Blase? Genau, die Blase, genau. Das Studio. Blasen in der ist egal. Gut, also der Mann, dann kann ich jetzt ein bisschen aufklären. Der Mann ist 40 Jahre alt gewesen, hat 10 Jahre zuvor, also 2006 ist er in die Schweiz gekommen, hat da sehr lange gewohnt, hat gearbeitet, war auch irgendwie für seinen Betrieb so, haben sie mal so einen Bericht gemacht oder sowas, Vorbild für Integration und so, alles supi. Aber irgendwie Ende letzten Jahres hat er, oder Mitte letztes Jahr hat er angefangen, so Stimmen zu hören und war dann krankgeschrieben wegen psychischen Problemen. So. Mm. Und da könnte man jetzt meinen, okay, vielleicht ist das Problem hier nicht unbedingt, dass er ein Ausländer ist, sondern dass nach wie vor psychische Probleme so ein bisschen Tabuthema sind in der Gesellschaft und generell auch eine kleine Gefahr birken. Also vielleicht hat es doch nicht mit seiner eritreischen Tradition, dass man Kinder vor die Bahnen schubst, zu tun, sondern etwas damit, dass dieser Mann psychische Probleme hat. Und davon gibt es vielleicht in Deutschland auch ganz schön viele.
Bist du aber unangenehm links, Robin. Echt. Dass du das wieder rechtfertigen musst. Wärst ein Deutscher gewesen, hättest du nicht verteidigt. Ich muss aber auch die Gegenseite beleuchten, weil gerade im Zuge von Stuttgart dann noch danach habe ich mich natürlich auch mal auf die Seite der BKA begeben und habe mir Statistiken angeguckt. Aber die lügen doch alle, Robin. Nee. Pass mal auf, du unangenehm linker Tino. Straftaten gegen das Leben ist der Anteil der tatverdächtigen Zuwanderer je Deliktsbereich bei 15%. Das ist schon relativ viel. Also alle Straftaten gegen das Leben zusammengenommen, ja. 15% davon sind von Zuwanderern. Das ist schon relativ viel, muss man in sagen. In erster Generation, also echt Menschen, die zuerst hergekommen sind? Oder sind jetzt das von so Wurzelmenschen, weißt du, die so Migrationswurzeln haben? Die sind nochmal extra, die haben dann etwa 2/5 der tatverdächtigen Zuwanderer stammten im Jahr 2018 aus dem Hauptherkunftsstaaten der Asylsuchenden. Also das sind dann auch die. Muss man aber gucken, bei anderen zum Beispiel Rauschgiftdelikte sind es dann 8%, Vermögensfälschungsdelikte 11% und so weiter. Aber gerade bei Straftaten gegen das Leben ist es schon eine relativ hohe Zahl, ja, beziehungsweise prozentual. Das heißt natürlich trotzdem noch lange nicht, dass die alle kriminell sind, die hierher kommen. Und zum anderen bin ich auch der Meinung, dass das alles zusätzlich befeuert wird. Das sieht man ja auch in Amerika, wenn irgendwie sagt, hier in Harlem oder in der Bronx, ihr Schwarzen, ihr seid nur kriminell. Ja. Dann sind die ja in der Rolle, werden irgendwie nur gedisst von allen Seiten. Und dann neigst du halt viel eher dazu, irgendwie Scheiße zu bauen, weil du bist ja eh der unterste Dreck sozusagen. Das ist Soziologie, und wenn du hierher kommst und alle sagen, hier, du bist der kriminelle Ausländer, ja, ist natürlich nicht geil, aber ich glaube schon, dass der Mensch so funktioniert. Ja, das ist Soziologie, erstes Semester, das ist echt so. So. Dass man in so Rollen gedrängt wird und die auch ausfüllen möchte, selbst wenn man sich eigentlich unwohl fühlt in der Rolle. Ja, und wenn man hierher kommt und vielleicht nicht die besten Mittel hat oder so, und wenn man, gut, ja, oh, die nehmen uns alle die Wohnung weg und so, und dann gibt es bestimmt ganz viele, die dann gut leben können, aber halt nicht alle. Kann ja nicht in jeder Stadt hier perfekt funktionieren. Ist das? Nee, das ist er nicht. Ist nicht. Ich habe gedacht, schade. Ja. Man muss auch immer schauen. Ich glaube auch, dass unter den Ausländern, die sich so die Morde begehen, dass sie sich auch sehr gerne untereinander ermorden. Das gibt es häufiger in Flüchtlingsheimen. Da liest man öfter mal von Fällen, wo sie sich gegenseitig irgendwie erstochen haben oder erschlagen haben, irgendwelchen Bibeln oder Koranen. Das gibt es dann halt öfter mal. Also es ist gar nicht mal so oft gegen die Deutschen an sich. Die kammeln sich da eher untereinander. Ja, also, ich wollte nur ein bisschen die Gegenseite beleuchten, muss aber trotzdem betonen, dass das nicht alles nur kriminelle Ausländer sind, die hierher kommen, Oma Gerda. So, aber man kann ja auch mal sagen, dass dann, wenn es 15% sind, sind es halt 85% von Deutschen. Das ist immer noch die Mehrzahl. Moment, was? Also 100 minus 15 ist ja 85. Ja. Aber der Teil der Zuwanderer ist ja wesentlich kleiner als der andere Teil. Und wenn von diesem kleinen Teil 15% sind, ist das schon auf die Gesamtheit. Sind das so wenige? Ich bin nicht Mathe, Robin. Ja. Sind das so wenige? Ich weiß es gerade gar nicht, wie viel Prozent Ausländer es sind. Naja, machen wir doch mal ein Beispiel. Wenn das 5 Millionen wären, ja, und denen gegenüber stehen jetzt mal 75 Millionen, ja, sind ja 15% davon schon sehr viel. Ja, aber nicht 15% der Ausländer begehen Straftaten, sondern die Straftatenzahl von denen, ja, sind 15%. Ja, ja, genau. Ich sag doch noch Mathe, Robin, Alter. Meine Twitch-Zuschauer werden sich gerade richtig freuen. Also, 5 Millionen hiervon, 75 Millionen davon. Die haben eine Schnittmenge. Ja. Das sind die Gewaltverbrechen gegen das Leben. Genau. Und davon sind 15%. Wenn man es so betrachtet wie du, ist es schon wieder ganz unfair. Wenn man sagt, ja, dann 85 sind es die Deutschen. Ist ja klar, ja. Das machen sie immer auch bei so Wahlumfragen so. Ja, toll, irgendwie 20% AfD, ja, die Rechten sind im Aufmarsch, und sagen sie auch immer, ja, aber 80% sind auch gegen euch. Das ist ja, ist ja richtig. Das so gegenüberzustellen, dass es gar nicht so groß wirkt und gar nicht so viel ist. Ja, also ist schon klar, wenn das 100% der Gewalttaten von den Flüchtlingen wären, dann wäre es schlimmer. So. Ja. Ja. Aber trotzdem ist es nicht so, als würden die keine Gewaltverbrechen gegen das Leben begehen. Was ja für mich auch der Punkt war, ist, dass Gewaltverbrechen gegen das Leben da am höchsten ist, prozentual. Ja. Das habe ich ja dann auch noch gesagt, dass zum Beispiel dann Rauschgift und sowas anderes und Diebstahl ist sehr wenig. Aber was Morde und so angeht, ist halt die höchste Zahl von den, zumindest von den gelisteten Verbrechen. Ja.
Ich glaube, das sind auch alle, weil das andere ist dann unter Sonstige zusammengeführt. Das müsste man auch aufschlüsseln, was das für Ausländer waren. Es gibt ja, sind ja nicht alle in diesen 15% Eritreer, Afrikaner, ja, das Syrer. Es sind ja manchmal Polen oder Russen oder solche oder Leute, die einfach hier Mord begehen, das gibt es ja auch. Das sind, aber sind ja auch Ausländer. Ja, aber ich glaube, in der Statistik ging es, guckt halt selber nochmal nach, Bundeskriminalamt, Statistik, Gewalttaten, Ausländer, irgend sowas. Ich glaube, da geht es wirklich um die neu dazugekommenen, die Asylsuchenden. Weil Leute, die hier irgendwie seit 20 Jahren wohnen, aber aus Polen kommen oder so. Also 15% von Asylsuchenden. Ich denke schon. Nein, das sind also, überprüft sie mal selber nochmal. Also die Gesamtzahl. 15% von der Gesamtzahl sind von Asylsuchenden gemacht. Das ist eine ganz andere Zahl und die wäre aber ziemlich hoch, muss ich sagen. Siehst du? Die wäre erschreckend hoch, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind eher Ausländer. Was ich eigentlich dahinterher noch überhaupt sagen wollte. Ja. Weil es ja immer heißt, oh, hier, man kann ja gar nicht mehr rausgehen und so. In Stuttgart werden die Leute mit dem Dropkick auf die Gleise gekickt, ja. Rest in peace, kleines Kind. Tut mir leid, dass ich dich jetzt hier so irgendwie übergehen musste. Aber ist natürlich scheiße, aber es hilft jetzt auch keinem irgendwie die ganze Zeit zu sagen, ja, ist ja auch egal. So, da werden die Dinger weggedropkickt, in Stuttgart werden die Leute abgedönerspießt, so. Man kann ja nicht mehr vor die Tür gehen, ist so dann der Konsens auf Twitter gewesen. Mhm. Aber die Todesfälle, Totschläge und vollendete Fälle von Mord sind sehr stark am Zurückgehen insgesamt. Wir haben nämlich hier zum Beispiel, was nehme ich mir mal raus, 1999 waren es 1000. 1005, 2005 waren es dann 565. Also das, die Zahlen gehen an sich zurück. Muss ich aber auch dazu sagen, das, was ich jetzt hier vorliegen habe, geht nur bis 2015. 16, mhm. 17, 18 ist da jetzt nicht dabei. Kann natürlich sein, dass dann jetzt plötzlich 2000 sind. Weiß ich erstmal nicht, weil ja plötzlich die ganzen Flüchtlinge gekommen sind. Aber die Berichterstattung über sowas ist halt einfach viel extremer. Gerade durch Internet, wo dann das sich immer wieder, man sieht es ja hier, Alice Weidel hat sich natürlich auch sofort zu Wort gemeldet, ne? Hat natürlich direkt gesagt, an Entsetzlichkeit ist diese Tat kaum noch zu überbieten. Was muss noch passieren? Schützt endlich die Bürger unseres Landes, statt die grenzenlose Willkommenskultur zu fördern. So. Ich habe einen Tweet gesucht von ihr, als ein paar Tage vorher ein Neonazi an Eritrea erschossen hat. Da hat sie nichts geschrieben, hat mich ein bisschen gewundert. Ja. Nur mal so, um das mal zu vergleichen. In der Woche gab es irgendwie 3 oder 4 solcher Fälle, irgendwie Mordfälle oder versuchte Morde. Und die AfD-Politiker haben nur über diesen Jungen, der von Zug gekickt wurde, geschrieben. Das hat mich ein bisschen gewundert. Man muss auch hier, lieber Tino, dazu sagen, wenn ein erwachsener Mann einen anderen erschießt, ist das natürlich rein von der Tragik gesehen nicht so hart wie jemand, der ein kleines Kind vor seiner Mutter auf die Bahnschienen kickt. So. Das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt einfach. Ich behaupte das jetzt an dieser Stelle einfach mal. Und von daher kann ich schon verstehen, dass zumindest dieses Event eher medienwirksam ist, ja, mit dem kleinen Kind. Aber wenn es natürlich 3 Tage immer wieder wiedergekäut wird, dann denkt man natürlich, oh ja, man darf in Deutschland gar nicht mehr auf die Straße gehen. Da frage ich doch mal den lieben Sachsen, wann bist du denn das letzte Mal auf der Straße überfallen worden oder erschossen worden? Also, letzte Woche 5-mal. Ja, man hört davon, aber weil halt die Leute einfach spitze Ohren dafür gekriegt haben, weil es halt ein aktuelles Thema ist. Der so. Kollege eines Schwagers hat mal gesehen, wie 3 Flüchtlinge eine Kassiererin überfallen haben oder so und ist alles nicht passiert. Und ich glaube aber echt, dass diese Events, also die gerade die letzte Woche, über Stuttgart haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Gerade die letzte Woche, ich glaube wirklich, die Landtagswahlen, das hat denen nochmal sehr geholfen, der AfD. Ja, keine Frage. Lustigerweise, letzte Woche hatte ich ein Thema nicht rein, sehe ich gerade hier auf dem Zettel, habe ich nicht aufgenommen. Und zwar ist innerhalb von ein paar Tagen Folgendes passiert. Der Nazi erschießt random irgendeinen Eritreer, den er gar nicht kannte, was wir gerade angesprochen haben. Dann gab es Bombendrohungen gegen die linken Zentrale und eine Moschee an einem Tag, mussten dann geräumt werden. Dann gab es diesen Polizeischutz für Kitas wegen den rechtsextremen Morddrohungen an die Kindergärtnerin und einen Sprengstoffanschlag eine linke Stadträtin in Zittau. Das sind alles so Geschichten, die jetzt nicht, die die AfD zum Beispiel nicht gekümmert haben und die jetzt irgendwie nicht ganz so lange im Gedächtnis geblieben sind. Ich sag nur, es ist alles schlimm, was passiert, wenn jemand stirbt bei Anschlägen. Das hast du halt, Tino, das hast du aus deinen linksgrün versüfften Leitmedien. Ach so. Das hast du von deiner Systempresse. Ja, das kann sein. Da frage ich mich an der Stelle auch, zählt die Bild-Zeitung eigentlich zu dieser Systempresse?
Nee, weil die Bild-Zeitung ist ja nach wie vor, soweit ich weiß, die auflagenstärkste Zeitung. Ja. Und ich finde, die Bild-Zeitung ist nicht so linksgrün versüfft. Die hat auch in dem Fall hier, ich weiß nicht, ob du die Schlagzeilen mal die letzten, ich sage mal, 5 Tage oder so gelesen hast, was die Bild-Zeitung so über diesen netten Frankfurter Mann da alles geschrieben hat. Das ist schon alles irgendwie, man könnte sagen, vielleicht ein bisschen rechtsmotiviert, weil es schon ein bisschen Stimmung macht im Land, sage ich mal, so wie das da formuliert war. Also ja, guckt euch Bild mal die Titelseiten der letzten Bilds an. Die Bild ist eher so ein Wendehals. Die berichten mal so, sehr flüchtlingsfreundlich, mal sehr kritisch. Und die war halt über Asylsuchende, so viel Geld kriegen sie wirklich. Und dann wieder irgendwie, wir helfen, Herz und so und Spenden für Flüchtlinge. Okay. Die machen das, was sich gerade verkauft. Okay, ich gucke mir sie sonst nicht an, ich will die Fotzen nicht unterstützen. Aber in den letzten Tagen habe ich halt öfter mal danach geschaut, weil mir vor 5 Tagen das erste Mal aufgefallen ist, okay, ja, hier die ganze Wahrheit über den Ausländer, der das, diese Schandtat oder was weiß ich, was es genau war. Guckt es euch einfach selber an. Und das ist ja genauso gewesen wie bei den Kitas. Da hat die Bild-Zeitung auch berichtet und hinterher hoch Morddrohungen und dann die Bild-Zeitung, wie konnte denn das passieren? Auf einmal. Erst haben die übelst gehetzt gegen diesen Kindergarten und dann, oh mein Gott, haben noch dieses, hier in Anführungsstrichen, wegen dem Seelenheil, haben sich noch so ein bisschen drüber lustig gemacht und dann hinterher, huch, jetzt muss der Kindergarten irgendwie früher schließen, huch, jetzt kommt eine Morddrohung. Also das kann ich mir jetzt nicht erklären. Naja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vieles nicht erklären, was die Bild da schreibt. Ich kann euch allen nur empfehlen, kauft diese Zeitung nicht, holt euch stattdessen einfach Internet, da habt ihr kostenlose Informationen aus jedweder Quelle, die ihr wünscht. Und da noch eine kleine Empfehlung, begebt euch vielleicht nicht in eine kleine Echo-Kammer. Da kenne ich auch ein paar Leute. Echo-Chamber. Die dann einfach immer nur wieder aus denselben Kreisen sich die Scheiße reinleiern und dann hörst du natürlich nichts anderes. Ja. So, wenn du auf Facebook nur likest Pegida oder AfD oder so, dann hörst du natürlich alles nur das, was das weiter befeuert. Du kannst ihm auch entgegenwirken. Seit einem Jahr oder so kannst du auch nur abonnieren oder seit 2 Jahren. Statt liken, abonnieren, dass du die Beiträge bekommst, aber ihnen kein Like schenkst. Oha. Das gibt's ja auch. Da kann man auch mal die AfD abonnieren oder auch mal die Linke. Je nachdem, was für eine Seite du machst. Machst du das bewusst, damit du nicht in einer Echo-Chamber bist, lieber Tino? Nee, ich bin ja blockiert worden von vielen AfD-Seiten. Hm. Wegen kritischen Nachfragen. Es geht sehr schnell. Na gut. Ja, wollen wir nochmal über Stuttgart reden? Das hast du gar nicht mitbekommen, oder was? Was war da? Ach so, nee, warte mal kurz. Wenn ich gerade noch am Bild-Haten bin. Ja. Spricht was dagegen? Also erstens, ich will es nicht übernehmen. Ich finde Rundfunkgebühren nicht so geil. Aber spricht an sich was dagegen, wenn Zeitungen ein festes Einkommen hätten und sie gar nicht bemüht wären, besonders reißerische Titel zu benutzen? Oder weißt du, man kennt es ja auch, dass der Stern irgendwie jede zweite Episode ist Hitler oder sowas, weil das halt immer zieht. Du meinst eine subventionierte Nachrichtenquelle? Ja. In Papierform. Halt nicht unbedingt irgendwie staatlich finanziert, sondern ich weiß es nicht, wenn es irgendwie eine Obergrenze gibt für das, was sie verdienen dürfen, gemessen anhand von Mitarbeiterstärke oder was weiß ich, weißt du, irgend sowas. Das ist sehr kompliziert. Aber theoretisch müsste sowas, ich bin nicht die Person, die sowas entscheiden muss, aber nur als Idee erstmal. Würde das nicht dafür sorgen, dass Zeitungen neutraler berichten? Prinzipiell schon, tatsächlich. Hatte ich auch erst die Diskussion, weil die Bild berichtet ja die Wahrheit, aber nur die Wahrheit berichten ist ja nicht das ganze Ding. Du kannst ja auch die Wahrheit, also wie du sie berichtest, ist ja sehr entscheidend. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Ja, das mag auch manchmal sein, aber weißt du, wenn du irgendwie sagst, okay, wegen, hier Anführungsstriche, wegen dem Seelenheil von den kleinen Kindern, da ist ja schon eine Färbung drin. Ich verstehe, was du meinst, wenn sie nicht fürchten müssten um ihre Auflage, dass sie einfach schreiben können, was halt echt Sache ist. So. Und wenn man bewusst den Fokus auf Redakteurinnen und Redakteure legt, die sowohl links sind, aber auch Leute, die vielleicht nicht links sind, dass man beide Seiten hat, so eine völlig neutrale Zeitung dann. Weil Journalisten sind ja auch oftmals eher links. Was ja kritisiert wird von vielen Rechten. Ja, Leitmedien. Was auch seinen Grund... Ich hasse dieses Wort, Alter. Ja, ich weiß. Was auch seinen Grund hat... Also ich habe ja auch in meinem Freundeskreis Journalisten und Reporter. Es ist halt nicht mal meine... Die sind halt nicht Opa Klaus vom Freital her. Es sind halt keine Leute, die jetzt irgendwie abends zum Stammtisch gehen und ein Bier trinken und sich dann hochschaukeln von huch,
da ist was passiert mit Ausländern, ein bisschen zum Hakenkreuz. Es gibt es ja auch, diese Stammtische auf Dörfern. Ja. Es gibt es halt nicht. Man muss nicht gleich wieder die Hakenholzflagge auspacken, Tino. Ich wollte gerade Extreme zeigen, dass es sich hochschaukeln kann. Von so kleinen, so kleinen Sticheleien bis hin zum großen, ganzen Deutschen Reich gibt es das alles bei solchen Stammtischen. Und worauf ich hinaus will, es gibt ja auch verschiedene Studien, soziologische und wissenschaftliche Studien, die halt zeigen, dass Menschen mit einem linken Weltbild eher gebildet sind und eher einen Uni-Abschluss haben und auch eher in solche Berufe einsteigen, als jetzt Rechte, die rechte Meinungen haben. Ja, nicht nur, es gibt auch kluge rechte Leute. Es gibt sehr kluge Rechte auch, aber ich gehe da ja auch so ein bisschen mit. Eigentlich, was ich nur sagen wollte, ist, wenn jetzt der geneigte Bauer vom Feld, der nichts anderes kennt, bestes Beispiel Familie Ritter, ja, habe ich neulich, du gabst ja dieses Interview mit Gurkensohn, wenn diese Frau sagt, wo wohnt die nochmal, welche Stadt ist das, weißt du doch, oder? Ja, ich weiß es gerade nicht. Aber sie sagt halt, sie war noch nie außerhalb dieser Stadt. Ja. Wenn so eine Person eine politische Meinung hat, finde ich, da kann man weniger drauf bauen, als eine Person, die vielleicht die komplette Welt bereist hat. Ja. Einfach weil sie so viele Erfahrungen gesammelt hat und sich eben nicht in einer Echokammer befindet, sondern einfach aus so vielen Teilen der Welt oder halt, wie gesagt, ein Journalist, eine Person, die sich beruflich mit vielen Seiten und vielen Phänomenen und Weltgeschehen auseinandersetzen muss. Das ist meine Überzeugung. Und wenn die dann eine politische Meinung hat, würde ich sagen, könnte man auf diese Meinung vielleicht ein bisschen mehr geben als auf die treue Frau Ritter, die ihr fucking Leben lang einfach nur in diesem hässlichen Block gewohnt hat und nichts anderes kennt. Das ist auch meine Überzeugung, dass Leute... So, und ich glaube, in Freital wohnen auch viele solche Freital Leute. Freital war es, glaube ich, ne? Freital. Nein, Freital ist das andere. Familie Ritter wohnt nicht in Freital. Freital war das... Aber auch was Berühmtes in Sachsen irgendwie. Was auch sehr Berühmtes. Ja, ja. Ja, das sage ich ja. Also das rechte Weltbild setzt ja so ganz stark auf Heimat und Konservatismus, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Und wir machen das, wir erhalten irgendwie alles mögliche Traditionen. Und so kommst du halt nicht weiter. Und das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich eigentlich so der Hauptpunkt, warum das für mich nicht so geht. Ich habe ja auch manche Sachen, wo ich sage, ne, es hat alles seine Gründe. Hm. Ich kann das nachvollziehen, warum die Leute sagen, wir wollen nicht so viele Flüchtlinge hier, wir wollen das so erhalten, bla bla bla. Das verstehe ich alles. Aber erstens, wie sich die Welt aktuell verändert, da kannst du nicht sagen, okay, wir machen, selbst Japan zum Beispiel, ja, ich weiß, ich bringe ja jede zweite Sendung Japan ein, ne, fuck egal. Die finanzieren dich. Genau. Die waren ja ewig lange so auch so komplett abgeschottet, haben ihr eigenes Süppchen gemacht und die haben sich mittlerweile halt auch geöffnet, weil die raffen, okay, die Welt verändert sich so schnell. Es funktioniert halt einfach nicht so. Du kannst nicht hier, du bist nicht irgendein fucking Stamm auf irgendeiner Insel, und selbst die müssen halt irgendwie gucken, dass sie sich da ein bisschen anpassen. Es ist vielleicht schade bei manchen Sachen, aber du kannst nicht verhindern, dass du dich irgendwie dieser Entwicklung öffnen musst. Das ist die Welt, das ist das Leben, ja. Die Menschen sind schon immer gewandert und die Welt hat sich verändert. Die Kulturen wurden immer von anderen Kulturen beeinflusst. Wenn wir, ich glaube, dass so Leute wie Bachmann, Weidel und Storch und Höcke, dieser Schlag von Menschheit, die so eine Einstellung hat, das waren die gleichen, die damals auch irgendwie... wie heißt denn der entdeckt hat, dass die Erde eine Kugel ist? Galileo. Ja. Dass dieser Schlag ihn damals hinrichten lassen wollte, weil sie halt gesagt haben, nö, wir haben immer schon an eine Scheibe geglaubt und jemand mit einer neuen Idee, die können wir halt nicht frei rumlaufen lassen, das ist gefährlich. Und wenn es das immer schon gegeben hätte und wir immer konservativ geblieben wären und uns nie geöffnet hätten, dann gäbe es einfach keine Globalisierung, keine Medien, es gäbe keine Kartoffeln in Deutschland, ja, die wurden auch nur importiert. Und deswegen glaube ich halt an die Veränderung und dass man Sachen nicht aufhalten sollte. Und ja, die deutsche Kultur, meine Güte, die war auch schon immer anders. Also sie hat sich immer auch verändert und sie wird sich immer verändern. Ich finde die deutsche Kultur auch einfach unsexy. Aber das ist halt wirklich meine Meinung. Ich kann das verstehen, wenn man das erhalten will und so. Aber weiß ich nicht, wenn ich an, ich mag Frankreich eigentlich nicht so, aber wenn ich an Frankreich denke, habe ich halt auch so ein klares Bild, ja, irgendwie. Also nichts jetzt Negatives, wie man vielleicht daraus denken könnte, aber Französisch. Also Frankreich halt, ne, was dafür steht und Frankreich, ich bin so sexy und so, ja. Aber wenn ich an Deutschland denke ich, ja, also Frankreich, Frauen, hallo. Wenn ich an Deutschland denke, da ist halt nicht so viel. Also Oktoberfest und so. Wenn das Oktoberfest nicht mehr wäre,
ist mir egal, aber das ist halt wirklich nur mein Ding so. Ja. Ich weiß, dass das für viele ganz, ganz schade wäre, wenn plötzlich Oktoberfest nicht mehr ist. Ich finde auch irgendwie Feierkultur auf Malle von Deutschen auch ganz witzig so, aber brauch's jetzt auch nicht unbedingt so. Naja. Sehe ich auch so, darf ich ja nicht egal. Sagen. Das finde ich ja wieder unangenehm. Links. Wir schwafeln zu lange. Wir haben noch überhaupt keine Themen durch. Wir haben noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten maximal. Ja, irgendwie sowas. Lass wenigstens noch mal kurz auf Stuttgart eingehen. Das war auch ein sehr, sehr großes Hashtag. Nach Hashtag Frankfurt, direkt 3 Tage später Hashtag Stuttgart. Da hat ein vermutlich syrischer Mensch, da hat selbst die AfD, ich habe mich jetzt noch nicht mal... Wenn du dann was erzählst, kann ich nochmal googeln. Weil ich glaube, der Typ war dann doch letztendlich Palästinenser oder sowas. Ups. Aber auf jeden Fall hieß es erstmal, okay, ein Syrer hat seinen WG-Mitbewohner erstochen mit einem Katana. So, es hieß erst irgendwie ein messerähnlicher Gegenstand, dann hieß es Machete, aber auf dem Bild sieht man schon die Hülle von einem Katana, also ist es ziemlich sicher ein Katana. Und da muss ich sagen, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Empathie zeigen, denn ich kann mich da reinfühlen. Ich als WG-Mitbewohner. In den Mörder oder in den anderen. Ich als WG-Mitbewohner. Ja, wenn ich Tag für Tag Franz da sein hässliches Schreien im Bad höre, ja, da muss ich sagen, da habe ich Verständnis für diesen netten Menschen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Tag für Tag Schreien im Bad. Ja. Diese, kennst du doch, diese Musik von diesen Jugendlichen, die in ihrer Jugend hängen geblieben sind. Ja, dieses Heavy. Sich nicht weiterentwickelt haben und denken... Wir können nicht gut singen, da schreien wir jetzt halt einfach nur. Ja. Das kennst du. Ja. Das jeden Tag. Ich habe auch einen Katana über dem Computer hängen. Also das geht ganz schnell. Franz hat schon die ein oder andere Stichwunde. Nee, aber auch da natürlich Alice Weidel wieder direkt reingeschaltet, hat das professionell für uns eingeordnet. Das Danke. Ist sehr nett. Sie war, glaube ich, die Einzige, die auch ein Foto davon geteilt hat. Ja, oh ja, Blut auf der Straße, super nice, das will jeder sehen. Sie teilt halt, alle anderen waren bemüht, das zu zensieren. Die Bild-Zeitung übrigens auch wieder. Die waren die Ersten, von denen ich zumindest gesehen habe, dass sie das Bild von diesem Mann, also das unzensierte Gesicht von ihm gepostet, in ihre Zeitung reingepostet haben. Ja. So, und was sagst du dazu? Also erstmal, wenn es jetzt wieder heißt... Es ist halt, nein, muss man wirklich ja, ganz ja. kurz... Du fragst mich und... Ja, ja, sorry, aber ich muss es ganz kurz so einordnen, bevor du mit deiner linken radikalen Meinung kommst. Nein, es ist halt wirklich auch hier wieder eine relativ harte Ausnahmetat. Man sieht's auf offener Straße, wird einer niedergestochen, halt wirklich in den Hals reingestochen und so. Und ach, es stehen Leute drumherum. In der WG ist es passiert. Nee, es stehen Leute drumherum, deswegen sage ich es halt, damit du es auch weißt. Leute drumherum, offene Straße, sind halt wie in Weimar West so Blöcke irgendwie, ne? Also, dass es wirklich viele sehen konnten, ist halt schon was Härteres für die Öffentlichkeitswirkung, als wenn Lübcke in seinem privaten Garten erschossen wird und keiner sieht es. Ja. Sowas. So, jetzt du. Ich hatte jetzt irgendeinen klugen Gedanken dazu, zum Thema deutsche Kultur. Genau, was die Bild macht, dass sie immer auch die Täter dann anprangert und dann irgendwie schreibt, das Monster von Dingsbums, da wo der Mord passiert ist und so, hier ist das Schwein und so, hier hat er gewohnt, ruft seine Eltern an und schimpft sie und so. Pisst ihm ans Haus. So was machen die ja ganz gerne mal. Oder wenn ich auf Facebook dann lese, ja, Todesstrafe sofort hinrichten, an die Wand stellen, da denke ich mir, okay, es ist jetzt irgendwie eine Meinung von euch, verstehe ich. Aber ihr beschwert euch doch immer über die Scharia-Regeln, die es in Saudi-Arabien gibt, wo man für einen Diebstahl die Hand abgehackt bekommt und wo dann Leute aufgehangen werden, weil sie schwul sind und einen Mord begehen. Aber ihr wollt auch jeden aufhängen, der irgendwie nicht in die Gesellschaft passt. Das passt doch eigentlich. Also ich glaube, man muss Sie sind quasi für die Islamisierung des Abendlandes. Sie wissen es nur noch gar nicht. Man muss sie zu ihrem Glück zwingen. Ja, man muss sie einfach aufklären über die Scharia-Gesetze. Da haben wir ganz schnell einen Gottesstaat hier. Das ist ein witziges Argument auf jeden Fall. Ist natürlich witzig, ein bisschen zurechtgebogen, dass es passt, aber... Null, es ist null zurechtgebogen, es ist 1:1, ja. Naja, nee, Scharia heißt ja mehr als einfach nur Leute umbringen, die Scheiße bauen. So, die Leute wollen halt ihren Teppich nicht nach Mekka drehen. So. Es gibt noch viel mehr, ja. Es gibt ja auch immer wie heißt es denn, diesen Nachtwachen oder so, wenn die dann immer so patrouillieren, wenn es sich so... Nachbarschaftsdienst. Ja, wie heißt denn das? Da gibt es so einen Begriff für... Bürgerwehr oder sowas. Bürgerwehr heißt das, genau. Ja. Und das machen die auch ganz gerne mal so in Scharia-Ländern, dass sie dann irgendwie durch die Straßen da rumlaufen und ja, gucken, dass die Burka richtig sitzt oder das Kopftuch richtig sitzt. Das haben die in Amerika gemacht, aber andersrum. Da haben die sich selbst so weiße Burkas angezogen und sind nachts durch die Städte gelaufen. Waren das nicht irgendwelche
Scheiche, die auch so weiße Umhänge haben? Ja, ich glaube, das waren Scheiche. Die haben auf jeden Fall irgendwas, haben die nicht Öl verbrannt? Ach nee, das waren Schwarze. Ach, das habe ich jetzt verwechselt. So ein Durcheinander mit den ganzen Minderheiten. Ja. Jedenfalls ist kein Mord in Ordnung und egal wo ein Mensch herkommt, ist es einfach scheiße, dass man jemanden umbringt. Und wenn man hat auch Böhmi getwittert oder schon vor langer Zeit mal gesagt, wenn die erste Nachfrage bei einem Mord ist, wo kommt denn der Täter her, dann hast du ein Problem, dann bist du ein Rassist. Also auch wenn man mir jetzt vorwirft, ich würde jetzt wieder die Rassistenkeule rausholen, aber schon faktisch, was ist ein Rassismus? Rassismus ist, bedeutet doch, dass man Wert darauf legt oder du behandelst jemanden anders, weil er ja. Ausländer ist. Und wenn deine erste Nachfrage ist, wo kommt denn der eigentlich her, die das wichtig ist, dann ist das faktisch rassistisch. Ja. Du bist vielleicht kein Obernazi, ja, aber du handelst in dem Moment rassistisch. Aber man muss zumindest den Grund dahinter verstehen, Tino, weil, wenn wir die Statistik nochmal rausholen, wenn da jetzt 100% stehen würde, wenn wirklich alle Gewaltdelikte gegen das Leben in Deutschland von zugezogenen Menschen kommen. Sind sie auch fast. 15% aufgerundet ist ja auch 100. Ja, ist richtig. Lieber nein, AfD. Aber wenn es so wäre, dann wäre es ja schon gerechtfertigt, wenn man sagt, aha, da ist ein Mord passiert, war es wieder so einer. Ja. Bei 100% oder selbst bei 90 oder vielleicht auch bei 80, vielleicht kann man auch bei 70 drüber nachdenken, ja. Man kann dann halt, ist das schon, ja, ja aber nicht die, ich verstehe, nicht was erstes, du meinst, ja, nicht, absolut. Es ist halt immer der erste Reflex, wer war es, oh geil, Syrer. Wenn kein Deutscher, also wirklich Urdeutscher, ja, wenn kein Urdeutscher jemals ein Gewaltverbrechen gegen das Leben machen würde, dann wäre das ja. Schon absolut gerechtfertigt, finde ich, ja. Aber wenn es nur so einem vorkommt, aufgrund der Medienberichterstattung, dass es nur Ausländer sind, die irgendwie brutale Verbrechen begehen, oder dann ist das natürlich richtig, was du sagst. Ja. Aber zumindest, ja, die Leute haben ja, die können ja teilweise nichts dafür, dass die Medien das durchpeitschen, jeden Tag, immer wieder. Da entsteht halt der Eindruck, dass es einfach immer die Ausländer sind. Ja. So, die sind Opfer der rechten Leitmedien. Ja, nein, du weißt ja, wie ich es meine. Ja, aber sie machen es sich halt immer zur Aufgabe, so sofort zu gucken, wer war es und wo kommt er her und dann posten die das oder posten es halt nicht. Und oftmals ist ja auch der erste Verdacht, dass es ein Ausländer war, dann posten das die ganzen AfD-Kanäle, da kommt raus, oh, er ist doch kein Ausländer, dann gibt es wieder Gold in Zurückrudern und dann wird alles wieder gelöscht. Das Zurückrudern lesen die meisten dann schon nicht mehr. Genau. Bevor wir vielleicht doch nochmal zu einem einen oder anderen Thema kommen, wollte ich auch sagen, weil das hatte ich im Stream vorgestern auch, dass ja der Ansatz von irgendwie, wenn man ruft, hey, hier ermordet den oder so, ja, das ist ja eher so ein, das ist ja eher die Konnotation von Rache, ne? Ja. Wenn du halt dieses so Vergeltung, ja, wieder gut machen so. Aber eigentlich ist ja der Grundgedanke von sowas wie Gefängnis, die Person wird bestraft, um am Ende dieses Gefängnisaufenthalts rehabilitiert zu sein und wieder gesellschaftskonform zu sein. Resozialisierung. Ja, das soll ja eigentlich der Ansatz sein. Ja. Also, dass der Mensch irgendwie wieder auf den richtigen Pfad geleitet werden kann. Mhm. Aber der Ansatz, der hat Scheiße gebaut, den hau ich tot, ist halt einfach nur Rache und finde ich auch nicht sehr zukunftsweisend. Richtig. Nicht sehr. Also ich bin auf jeden Fall gegen Todesstrafe. Natürlich gibt es dann auch wieder Leute, aber das sind halt die schwarzen Schafe, die es immer geben wird, die du einfach nicht integrieren kannst. Irgendwelche total verkorksten Serienmörder, die aber natürlich wahrscheinlich, die werden ja nicht so geboren. Die werden auch nur durch andere, die einfach degeneriert sind. Was weiß ich, die Eltern sind scheiße, sind schon Mörder oder sind, was weiß ich, übelst harte Sadisten, quälen ihre Kinder, dann werden die Kinder natürlich auch gestört. So. Da kann ich die Bücher von Lydia Benecke empfehlen, die habe ich mal kennenlernen dürfen. Die macht so Bücher über Psychopathen und wo diese Mordlust von Leuten herkommt. Da gibt es auch viele schöne Theorien und viele schöne Erklärungen ihrerseits. Schön. Und jetzt noch ein paar kleine Fun Facts einbauen. Ich glaube, wir können jetzt noch bis 14.05 Uhr ungefähr machen. Ja, sowas in der Art. Dass du eine Orientierung hast. Ich mache hier gerade das Interieur vom Studio kaputt, aber ist okay, ist ja nur Radio Lotte. Ist ja alles schon hier am Zusammenfallen. Also, ich habe gelesen, dass Rammstein, genau, es gab einen Kuss auf der Bühne in Russland, haben sich Richard und Paul von Rammstein geküsst, während des Songs Ausländer. Also wieder ein Zeichen zu setzen so für Homosexualität, also nicht dafür, aber zumindest, dass es okay ist, dass man das ist. Und gerade in Russland ist das sehr, sehr schwierig, das Thema, und es gab keine Konsequenzen für sie. Das fand ich also schön. Also das ist eine Anti-News. Uplifting. Erst Achtung, Tino hat eine News für euch, es ist nichts passiert. Ja, doch, das ist voll das krasse Statement. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber weißt du, Kalle hat mich im Stream bei meinem Geburtstag auch geküsst, weil ich so gute Musik angemacht habe. Ja, ich wurde auch geküsst von
Sage ich jetzt nicht. ja, dann gab es noch eine Aussage von, auch passend dazu, vom Bischof von Zypern, dass Schwule stinken würden. Und ich hat er selbst überprüft. Ja, und ich dachte mir, ich habe an allen Schwulen gerochen, ganz intim. Ich habe dieses Bild gesehen, das ist halt so ein Grindbärtiger, ja, so mit übelst langem Bart und so ein Turban auf. Da dachte ich mir ganz kurz, ich komme gerade nicht drauf klar. Ich würde gerne. Ist das der Bischof von Zypern? Hat gerade bis Zypern zum Anschlag so einen Bimmel im Mund und denkt so, oh, das riecht aber unangenehm. Ja. Das fand ich, und das Bild dazu, ja, ich dachte mir, da gab es einen Kommentar von irgendeinem schwulen Magazin, so schade, dass Wetten das nicht mehr gibt. Wer stinkt wohl mehr? Ja. Also, man kann sagen über Homosexuelle, was man will, aber viele, die ich kennengelernt habe, die riechen einfach gut. So. Ich weiß nicht, wie es in Zypern ist, wie da die Schwulen so riechen. Und woher vielleicht, er da weiß. Da ist der Klimawandel schon, die schwitzen mehr, stinken mehr. So. Und woher weiß er, dass sie stinken? Ist auch die nächste Frage. War er in einem schwulen Club oder so und im Darkroom? Wie gesagt, bis zum Anschlag. Ja. Der Daily Trump, Tino, den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich habe es dir extra noch geschickt. Ja. Der Trump ist nämlich jetzt offiziell ein Terrorist. Endlich. Meine Fresse, ey. Wir kriegen keine Sendung ohne ihn rum. Aber ich finde, darüber muss man schon berichten. Weil er hat gesagt, eigentlich hat er damit gedroht, gefangene ISIS-Kämpfer nach Europa zu entlassen. Das ist so lustig. Ich würde gerne wissen, wie jetzt die Rechten reagieren. Der Mann kann alles sagen. Ich kann mal das Zitat hier sagen. We have thousands of ISIS fighters that we want Europe to take. And let's see if they take them. If they don't take them, we'll probably have to release them to Europe. So, also, what? Ich hoffe, das. Und das Ding ist, das ist noch der Kontext. Ich habe gelernt, Trump-Zitate werden immer schlimmer, wenn man den Kontext kennt. Eigentlich bei uns zum Beispiel ist es so, wenn man den Kontext nicht kennt, klingt es sehr schlimm. Ja. Bei Trump ist es genau andersrum. Ihm wurde die Frage gestellt, how can you say Saudi Arabia is a great partner in fighting terrorism when they are fueling and funding terrorist groups in Yemen? Groups. Also er wird quasi danach gefragt, er wird nach seinen Partnern gefragt, wie kann das sein? Sie sind ja gar nicht, wie kann es sein, dass sie da Terrorismus unterstützen? Er macht die Kehrtwende, mache ich überhaupt nicht, aber ich würde gerne mal Terroristen nach Europa schicken und wenn ihr das nicht wollt, dann schicke ich sie trotzdem. Aber war das denn echt eine klare Drohung von ihm, dass er sagt, wir haben wirklich so viele und die wollen wir alle jetzt loslassen, wenn die nicht aufgenommen werden? Ja, er hat gerade gesagt, er hat vor kurzem erst ISIS zerstört. Und er die selber, haben die jetzt gefangen. Ja. Er selber ist losgezogen und hat die jetzt vor Ort quasi und er überlegt jetzt, wo entsende ich die hin. Jetzt kann natürlich Bublik88 vielleicht wieder sagen, ich habe falsch zitiert, aber ich habe ja eigentlich gerade nur Zitate vorgelesen. Ich habe das Video gesehen aus der Pressekonferenz oder was das war und er hat das auch so gesagt. Ja. Und da ist nicht so viel Spielraum. Aber ich würde gern wissen, wie jetzt seine Anhänger reagieren, vor allem die europäischen Anhänger. Und man munkelt ja auch, dass die europäische Rechte auch sehr pro Trump ist. Und ich würde gerne wissen, was die jetzt sagen dazu. Ja, was sagen wir jetzt dazu zum Rest der Sendung? Machen wir noch ein kurzes Environment, wie heißt es? Umweltsegment vielleicht? Hast du noch irgendwas Witziges? Umwelt. Ich habe noch ein bisschen was zur Umwelt. Ja, Backen geht los, wollte ich eigentlich was erzählen. Das aber ist schlecht für die Umwelt. Ja, weißt du, wie so ein Festival aussieht, wenn die fertig sind? Eieiei. Ja. Nee, die mussten evakuiert werden am Freitagabend irgendwie wegen Unwetter. Das war ganz, ganz spannend. Hm. Ansonsten noch ein schönes Zitat von einem fundamentalistischen Christen. Rick Riles heißt der. Meatless foods can alter human beings to no longer be technically classified as humans. A plot that would make it impossible for them to be saved by Christ. Das heißt, also wenn man, Vegetarismus führt dazu, dass man nicht mehr ins Himmelreich kommt. Weil man dann halt, weil man ein Tier wird. Man mutiert zum Tier. Ich finde es da eh langweilig, da will ich nicht hin. Ja, fand ich noch ein schönes Zitat. War sehr lustig. Meine Fresse, Alter, das ist. Ich weiß, das ist natürlich abstrakt und das ist alles nicht so gemeint, aber echt Leute irgendwie, die da denken, da oben. Da sitzt der Mann im Himmel und guckt runter und wenn du tot bist, schwebst du hoch und sagst, yo, was geht? Faustcheck und so. Das ist so ich fucking. Ich seh's nicht. Das ist so fucking. Also, das ist so. Auf der einen Seite würde ich gerne mal mit den Christen hier auf der Straße diskutieren, auf der anderen Seite auch gar nicht. Das macht Spaß. Der Punkt ist ja, weiß ich nicht. Wenn du dann fragst, wie kommt der da? Du kannst halt, sie machen ja alles mit Glauben so fest, so. Aber irgendwo muss es. Klar, glauben, aber ich kann halt auch daran glauben, dass da oben irgendeine fliegende Tomate ist, in die ich mich reinsetzen kann, wenn ich sterbe. Das ist eine unangenehme artistische Sichtweise. Ja, und es hat keinerlei irgendwie Fundament, aber ich glaube halt dran so.
Dumm. Naja, ja, das ist halt, Glauben. Die sagen ja auch immer, Gottes Gründe sind Gottes Wege sind unergründlich. Wir müssen nichts wissen und Glauben ist alles. Da kommst du nicht gegen an. Da kannst du nichts machen. Selbst die vielen Widersprüche und die vielen Rechenfehler auch in der Bibel stört dir nicht. Vielleicht kommen wir ja gegen etwas anderes an, nämlich die Klimapokalypse, die wir ja so schön neologistisch gestartet hatten. Da habe ich noch ein paar News zu. 61% der Kanadier haben gesagt, in einer Umfrage, die in, ihr ahnt es, Kanada gemacht wurde, wow. 61% sagen, sie würden mehr Action gegen den Klimawandel unternehmen und auch unter der Voraussetzung, dass vielleicht die Ökonomie darunter leidet. Die Wirtschaft, ja. Ja, genau. Das fand ich ganz schön. Und das sagen die, aber wenn es dann das kann natürlich sein. Einsparungen. Ja, das kann natürlich sein. Aber es ist doch immerhin erstmal, ich wollte irgendwas Positives mal sagen. Weil ich habe das ja auch vor zwei Folgen angeteasert, wenn man dieses Weltkriegsszenario schaffen könnte. Also aufrüsten gegen ja, den schön. Klimawandel, ja. Um ein Gemeinschaftsgefühl daraus zu kriegen. Ihr hört es zuerst, Robin wünscht sich ein Weltkriegsszenario. Weltkrieg. Greta Thunberg, die möchte auch nach Amerika segeln, ne? Ja, das die ist jetzt irgendwie Wochen. Heute den letzten Tag in Schweden oder sowas, ja. Habe ich gehört. Ja. Sie können einfach fliegen, 8 Stunden dauert der Flug, aber allein für so eine Rede, die sie halten soll, segelt sie für 2 Wochen. Mhm. Schön. Und alle meckern immer, ja, mach doch mal den ersten Schritt, Frau Thunberg. Macht sie doch. Nein, macht sie nicht, sie läuft nämlich nicht, sie segelt, die faule Sau. Verdammt. In Grönland ist das Eis geschmolzen, weil es letzten, der Juli war jetzt auch wieder irgendwie der heißeste Juli seit Messung, obwohl es bei uns jetzt hier in Weimar zum Beispiel nicht so heiß war, wurde es doch global gemessen und war der heißeste Juli seit Messen. Ach, glaube ich nicht. Hat den Rekord von 2016 jetzt auch nochmal gebrochen. Und in Grönland ist das Eis jetzt so hart geschmolzen, dass innerhalb von einem Monat 0,5 Millimeter der Meeresspiegel gestiegen ist. In einem alles Monat. Alles nur Zahlen, die verwirren sollen. 0,5 Millimeter, das ist ja nichts. Warte mal, die machen in so einem Monat, das sind ja 6 Millimeter in einem Jahr schon. Ja. Das ist ja schon gar nicht so schlecht. Und wenn das eine exponentielle Steigerung ist, weil ja Grönland, solange es mit Eis bedeckt ist, hat das ja diesen Albedo-Effekt, dass das die Sonne zurückstrahlt. Was, Albedo, was? Genau. Ach komm, nächstes Thema. Ich bin schon im Urlaub, keine Ahnung. Nee, lass mal jetzt schnell die Woche zurück Revue passieren, damit ich noch die letzten Themen danach raushauen kann. Ja, dito. War langweilig die Woche irgendwie. Es war halt wieder, also für mich war echt Frankfurt und Stuttgart so das Hauptding. Sommerloch, weil ja. Weil das einfach durch Twitter hoch und runter gepeitscht wurde. Ja. Und dann hat sich auch irgendwie ein Oliver Pocher oder so hat sich eingeschaltet. Hat sich angelegt mit der AfD. Genau. Hast du gesehen oder was? Ich weiß nicht, ich hab's was Oliver mitbekommen, Pocher. Ja, aber. Und dann darunter halt wirklich genau. 20.000 Kommentare, die ihn alle haten. Das fand ich echt krass. Der ist schon ein bisschen doof, der Pocher, aber das fand ich ganz nice. Ja, was geht man? Ich werf eine. Obwohl es so tote Leute, so die erschossen werden, das ist schon ein bisschen was. Tote wert. Leute, die erschossen werden, ist auch völlig egal, die waren doch schon tot. Ja. Nee, das mit dem Kind war schon hart. Ja, das ist scheiße. Ich gebe eine 5,5. Und ich glaube, diese Woche ist wirklich für die Landtagswahl sehr relevant gewesen. Nee, ich sag 5. Für die Schweiz. Okay. So neutral, so Mitte. Okay, sag mal 5. 5,0. Aktuell liegt ja auch die AfD gleich auf mit der Linken in Thüringen. Bei Landtagsumfragen. Und die sind ja jetzt die Wahlen im September oder Oktober. Ja. Wird spannend werden. Große Koalition, linke AfD. Ich freue mich drauf. auf Bernd und Bodo. Das wird ein wildes Tohuwabohu. Ein Hin und Her, ein Hüben und Nüben. Lass mich noch letzte zwei Sachen nennen, die ich so mitbekommen habe diese Woche. Das eine fand ich sehr witzig, wobei witzig hier relativ zu sehen ist. Eine Frau, die einen indischen Politiker der Vergewaltigung bezichtigt hatte, wurde von einem LKW überfahren, während der Vater in einer Polizeistation gestorben ist. Pass auf, zusammengefasst habe ich dann gesehen, der Vater wurde zu Tode geprügelt, der Onkel wurde verhaftet, die Mutter ist tot, die Tante ist tot, die Zeugen sind tot und das Opfer ist in kritischem Zustand. Sowie der Anwalt von ihr ist auch schon im kritischen Zustand. Also es war so ein Rundumschlag. Wie gesagt, ein Politiker wurde der Vergewaltigung bezichtigt. Aber ich glaube, das sind alles kleine Zufälle. Ich denke auch. Also ich denke, in Indien, so mit Kastensystem und so, da gibt es ganz viel Gerechtigkeit. Insgesamt gesehen ist das natürlich sehr unwahrscheinlich, aber so im Einzelnen kann das doch alles passieren. Also ich weiß auch nicht, was die jetzt haben.
Ja, aber um auf einer positiven Note hier beim Outro doch noch zu bleiben, in Äthiopien hast du das mitbekommen, die haben einen Weltrekord geschlagen. Die haben an einem einzigen Tag 200 Millionen Setzlinge gesetzt für Bäume. Und das ist schön. Was ist denn das jetzt, Tino? Grünheit. Kannst du dich hier so wegpfsen? Grünheit, ne? Voll ja, grün. Diese linksgrün versifften Äthiopier. Das nervt nur noch. Ja, man hört nur noch grüne Sachen überall. Ja, aber sie haben halt wirklich so ein Green Legacy Project. Im Zuge dessen haben sie das gemacht. Äthiopien, die Leute, wo man früher Witze gemacht hat, woran erkennst du irgendwie einen Äthiopier? Nee, warte mal. An den vielen Bäumen? Nee, ja! Nein, das ist der neue Witz, ja. Wie trägt ein reicher Äthiopier seine Rolex oder so? Gar nicht. Ja. Um den Bauch. So, solche Witze ja. Hat man früher. Also das ist doch Quatsch, die haben noch so dicke Bäuche immer, die. Ja, die aufgebläht sind, ne? Ja. Ja, aber keine Ahnung, das war halt früher Witze, die man sich erzählt hat in der Grundschule. Ja, ihr wahrscheinlich. Ja, auch in der Nazi-Schule. Ja. Die schon noch Grundschule, Parkschule. Indoktriniert. Ja. Alle. Die hatten schon noch Witze. Ja, das war's auf jeden Fall.